Und willkommen zurück hier in Skylanders. Wir sind jetzt dabei, einmal mit dem Gurgelpin zu reden. Hugo möchte, dass du den Weitblicker ölst. Komm doch danach zu mir. Danach soll ich nochmal zu dir kommen. Gut. Hugo. Der Weitblicker ist festgerostet. Ich wette, wenn wir ihn ölen, finden wir heraus, wohin wir als nächstes müssen. Bestimmt finden wir es raus. Na gut, dann werden wir mal das Öl schnappen. Damit den Waldblicker reparieren. Ein bisschen Öl ist runtergefahren. Hast du jetzt was zu sagen? Ich habe nichts für dich, aber komm später nochmal vorbei. Ja, wann denn? So. Dann ölen wir ihn jetzt mal. Ah, da hinten liegt noch was, aber das sind jetzt mal. So, ich glaube, das sollte klappen. Da, die Doppel. Moment, einen Schritt zurück. Wir müssen die ewige Wasserquelle zum Lichtkern hinzufügen. Aber laut meinem Plan nützt uns das Wasser nichts, solange wir nicht die sogenannten Doppelrohre von Osha Major Minor haben. Und die habe ich gefunden. Dort! Heilige Makrele, das ist die Bucht der dunklen Wasser. Oh, das ist ein garstiger Ort voller Piraten. Ich wette, die Doppelrohre bringen einem plündernden Piraten einen prächtigen Preis ein. Entschuldige die Alliteration. Ich mache dann mal das Schiff startklar. Ich gehe einfach. Ich gehe jetzt. Ich sage es nur ungern, aber du solltest mit Gurgelfin gehen. Ich suche weiter nach Hinweisen auf die ewige Wasserquelle. Du kannst starten, wenn du bereit bist. Ja, gehen wir doch nochmal zu Gurgelfin. Und werden gleich weitermachen an der Stelle. Und liegt noch was rum. Das sammeln wir jetzt mal ein. Getan sind Wasserlevel, auch die Piraten. Da brauchen wir ihn bestimmt noch öfters. Das Tor ist immer noch zu. Und wir können natürlich noch einmal gucken. Wir haben jetzt ja hier einen Wasserskalender gerade. Wenn irgendwas rumliegt. Sieht aber nicht so aus. Da hinten links kommt man, glaube ich, nicht hin. Ein kleines Bad genommen. Spreche mit Gurgelfin. Und wir sprechen jetzt mit Gurgelfin. Ja. Tja, ich hoffe, alles funktioniert. Das weiß man nie so recht, aber was soll's. Das Leben ist ein Karpfenfang, richtig? Mit dem Schiff zur Bucht der dunklen Wassersee. Klasse! Toll! Ich liebe lange Seefahrten. Setzen wir gleich die Segel. Oh, ich hoffe, ich werde nicht seekrank. Aber er liebt lange Segelfahrten. Zu spät. Ein Fisch, der seekrank wird. Kapitel 6 – Bucht der dunklen Wasser. Typisch. Die Haupttore sind zu. Wir werden auf der äußeren Insel anlegen müssen. Oh,
Oh, da sehe ich scheint, als was. Müssten wir einen Weg in die Festung finden, wenn wir die Doppelrohre haben wollen. Einfach perfekt. Binde die Doppelrohre. Also, wir haben ja nur einen Skalender gefunden. Was haben wir denn diesmal? Wir haben noch kein Feuer gefunden. Dino Rain ist auch kein Feuerskalender. Und auch kein. Oh, ist ein Erdskalender, wäre gut. Er ist immerhin mein Erdskalender. Das heißt, Dino Rain ist unser erster Erdskalender. Und wir können das eine Level nochmal spielen, wo uns ein Erzkalender gefehlt hat. Das werden wir dann im nächsten Part mal angehen. Ach ne, so nicht. Ziele. Oh, es gibt sogar noch irgendwo noch einen Seelenstein. Oh, Karpfen! Ihre Artillerie hat uns entdeckt! Und sie zerstören dein Schiff, das ist aber nicht sehr nett. Das macht es sicher nicht leichter. Wir sollten uns am besten von ihren Fadenkreuzen fernhalten. Das wäre sicherlich hilfreich. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Das ist schön, aber da ich mich vorbereitet habe, sehen wir ihn so nicht. Den Dino Rain. Und ich habe auch noch gar nicht die anderen jetzt dabei. Zwei Folgen ein Stück aufnehmen. Deswegen habe ich auch gar nicht den Boomer vorbereitet. Der läuft im Angreifen mal aus Nautilus oder SS, wenn hier reingeht. Au! Nicht mal im Weg rum. Hier ist nichts. Müssen wir wohl hier hoch? Na, ich komm schon noch nach. Pistolenschütze. Er macht zwei Schüsse, okay. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Was
ist ein sehr langes Level anscheinend. Gab es hier noch einen anderen Weg? Eigentlich hätte ich schwören können, es gab noch einen anderen Weg. Den ich eigentlich zuerst gehen wollte. Wie war das noch? Wie war das noch? Wie war das noch? Wie war das denn noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich weiß es nicht mehr. Am Ende müssen wir dieses hier auch zweimal spielen, weil ich es vergessen habe. Durch irgendein Rohr oder so muss man durch, meine ich. Aber welches Rohr war es nur? Da war das später. Watschel, Watschel. Naja, gehen wir mal weiter. Vielleicht war es auch später und da kommen nämlich noch mehrere von diesen Schlössern. Das kann natürlich auch sein. Das jetzt. Wie komme ich da? So. 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 Genau, hier gab es, glaube ich, dann. Du brauchst einen Magie-Skylander. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements. Nee, einen Magie-Skylander haben wir ja. Nehmen wir doch gleich mal Spyro. Es ist Showtime. Yeah. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Aha, jetzt sind wir hier. Oh, im Wasser ist gerade, ne? Lass mal hier hoch. Dann holen wir uns erstmal das Geschenk. Oh, das war mehrere. Ne? Wir machen das so. Nee, das war schon mal nicht so gut. Schlau.
bringt uns dahin. Was uns auch überhaupt nichts bringt, wenn wir jetzt da stehen. Wie kommen wir denn dahin? So nicht. So nicht. Und jetzt ein. Den kriegen wir noch so. Ah, ja, so. Können wir beide. Gut. Haben einen neuen Hut. 10 Elementargriff. Nicht schlecht, aber nein. Jetzt machen wir hier runter. Mach das. Mal wieder hier hin und gucken aber auch nochmal. Wow. Er ist ins Wasser gefallen. Von wegen Wasser, Skylander. Tauschen wir nochmal. Damit er schon irgendwas finden kann. Ah, hier ist noch eine Schriftrolle, die wir aber so gar nicht erreichen. Oh, okay. Gehen wir wieder zurück. Kommen wir gar nicht zurück. Dann müssen wir doch da hoch und irgendwie da zurück. Genau, da sind wir durchgegangen und sind dann nach hinten gekommen. Wir müssen jetzt erstmal da unten lang. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Schon von der anderen Seite das gesehen. Eine Nachricht von einem Seeteufel sagt, es ist nicht leicht, ein Pirat zu sein. Viele beschweren sich über die Arbeitszeiten, Seekrankheit und Papageienbisse. Am schlimmsten ist es zu erklären, was ein Poopdeck ist. Ja, genau. Hat auch nichts mehr soweit. Gehen wir jetzt mal weiter geradeaus. Haben wir eben gerade schon besiegt. Der ist ziemlich hart mit seinem Anker und da ist auf links die erste Kiste. Aua, mit seinem Anker. Thank you.
Was? Nee. Die Kamera ist einfach gedreht. Die Kamera aber komisch gedreht. Kommen wir daher? Da kommen wir her. Oh, ist auch ein neuer Gegner. Das ist jetzt gar nicht erzählt. Doch schon ein umfangreicheres Level hier. Da unten ist man auch gar nicht. Ist aber nicht sehr viel. Ist aber etwas zu essen. Da unten ist auch noch ein. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Da hinten ist was. Hier können wir erstmal hoch. Mal den Stein angucken. Jetzt haben wir ein Feuer im Tag, endlich. Ja, für Ignitor, ein Feuerschwertkämpfer. Das heißt, das Level von letztes Mal können wir auch noch mal spielen. Ist hier aber auch nichts. Gucken wir noch mal an der Stelle kurz. Hier brauchen wir Schlüssel für. Aua. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Schlüssel brauchen wir. Ich glaube, der Schlüssel ist da oben, aber da war noch was anderes. Auch schon wieder ein sehr langes Level. Jetzt hier. Oh, hier ist schon mal ein legendärer Schatz, so wie das aussieht. Okay, dann werden wir an der Stelle noch mal einen zweiten dazu tun. Nehmen wir einfach mal ihn kurz dazu. Weil der ja noch nicht so viel Geld hat. Gar nichts. Seit 300. Nehmen wir ihn wieder weg. Und der Fisch, den werden wir erstmal in 200 nicht benutzen, weil der hat jetzt schon eine Menge Kohle. Man weiß, ich frage mich immer noch, wie man da hinten dann hinkommt. Aber hier ist nicht weiter. Weg. Wie kommt man da hin, ist die Frage, ne?
Da hinten waren noch Kisten, die wir auch nochmal kaputt machen. Wenn man die kaputt machen kann. Sonst muss ich dieses Level nochmal alleine spielen und dann werde ich nur das aufnehmen, wo und wie man da hinkommt und dann nochmal so ein extra Video machen. Wenn wir hier sonst alles finden sollten. Ich freue mich immer noch auf, wie man zu diesem Wasser da unten hinkommt. Naja. Weil hier ist, glaube ich, gleich Ende. Ist doch blöd, ey. Ja, hier müsste jetzt bald Ende sein. Irgendeinen Weg haben wir jetzt nicht gefunden. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Ist ja auf jeden Fall, das kann sein, dass wir noch fliehen müssen oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Gut gemacht, Skylander. Jetzt müssen wir nur noch die Fregatte kapern und verschwinden. Nur noch, ja. Hier, wo auch immer wir jetzt hier sind. Wie kommt man denn da zu diesem Strudel hin? Das würde mich immer noch mal interessieren. Aber hier anscheinend nirgends. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Mist! Wir müssen das Haupttor öffnen. Zwei Sachen. Erstens, die Piraten sagen, der Schalter sei ganz weit oben in diesem Turm. Einem Turm. Und zweitens, die lügen ständig. Keine Ahnung. Viel Glück. Sag mir, wie es läuft. Ja, genau. Wir gucken. Also da unten ist schon mal ein Wassertor. Aha. Nee, das... Lol. Also entweder geht das so nicht. Erstmal gehen wir jetzt ins Wassertor. So. Oder ich hab's gerade vermasselt. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker.
Und hier haben wir schon mal ein Geschenk gefunden. Ein zweites. Welches zu den Überblitzen, den neuen wollen wir gerade nicht. Das heißt, uns fehlt doch jetzt noch zwei Schatzkisten. Ja. Müsste nicht hier eine Schatzkiste drin sein? Kommen wir, glaube ich, zurück. Ach, warte mal. Ja, aha. Eine Schatzkiste ist hier oben. So. Das heißt, ihm können wir richtig schön skillen. Richtig viel Geld. Gehen wir doch jetzt zurück und jetzt fehlt uns nur eine Schatzkiste. Die müsste da oben links sein. Das ist natürlich die Frage, wenn ich das jetzt natürlich vermasselt habe. Und da hätte auch springen müssen. Das ist natürlich blöd. Fast so aus. Da oben rauf springen müssen. Ja. Na toll. Da oben rauf, und das hat nicht ganz geklappt. Skylander, wir sind frei und auf einem ihrer eigenen Schiffe. Hast du, weißt du, ich wollte schon immer Pirat werden. Hm, ob mir eine Augenklappe wohl steht? Ja, den einen Schatz habe ich vermasselt. Ich werde... Die Schuppelrohre von Usha Major Minor, geschmiedet aus den Schuppen des Leviathans. Das soll man 6 Minuten schaffen. Da wir die Doppelrohre von Osha Major Minor jetzt haben, können wir über die ewige Wasserquelle sprechen. Sie befindet sich offenbar auf einer Inselkette. Inselkette? Ha! Worauf warten wir noch? Ich mach das Boot startklar. Oh, ich fürchte, du wirst mehr als nur ein Boot brauchen. Wie ich gehört habe, ist die ewige Wasserquelle ins Meer zurückgekehrt und kann nur mit den 4 antiken Statuen dieser Inseln heraufbeschworen werden. Wieso kommt mir der Verdacht, dass es hier ein großes Aber gibt? Aber ich habe auch Gerüchte über einen Riesenfisch gehört, der in diesen Gewässern lebt. Es heißt, er frisst ganze Dörfer. Die Einheimischen nennen ihn Leviathan. Leviathan? Oh. Sieht so aus, als müssten wir uns nicht nur wegen Chaos und der Finsternis Sorgen machen. Du musst sehr vorsichtig sein. Ja, aber auch dieses werden wir irgendwann mal erst erleben, da ich erstmal jetzt das Level, was wir gerade gespielt haben, nochmal spielen werde. Und dann an der Stelle, wo ich das vermasselt habe, nochmal aufnehmen werde, um euch zu zeigen, wie man letzte Kiste bekommt. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir letztes Mal es nicht geschafft haben, die letzte Schatzkiste zu holen, und wir versuchen es diesmal mit Trigger Happy. Und los geht's. Du brauchst einen Wasser-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Ja, und wir haben es diesmal geschafft. Wunderbar. Was auch immer das jetzt gerade war. So. Die letzte Schatztruhe
Vielleicht schneide ich das auch einfach zusammen. Kann ich natürlich nicht sagen, wo wir jetzt mal aufgehört haben, deswegen. Ja. Zurück. Du brauchst einen Wasser-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Das brauchen wir. Das wissen wir ja. Stufenaufstieg. So. Vielleicht jetzt ein zusammenschneiden, das ist besser, glaube ich. Aber ich hänge das einfach noch hinten dran an das Video. Das ist auch eine super Sache. Und jetzt haben wir wirklich alles geholt. Und dann werde ich dieses Video auch jetzt damit wirklich beenden und sage, was euch Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Tschüss.